Das wird auch für die beiden folgenden Anträge gelten, die jetzt auf der Agenda stehen. Nämlich im Großen und Ganzen geht es um bezahlbare Mobilität. Es geht um die Höhe der Pendlerpauschale und das Thema CO2-Abgabe. Und vor allem vor dem Hintergrund gestiegener Spritpreise muss man das Ganze betrachten. Zwei Anträge liegen vor, einer aus den Reihen der Unionsfraktion, einer aus den Reihen der AfD-Fraktion. Im Großen und Ganzen geht es in beiden um die Überschrift Mobilität für alle bezahlbar halten, beziehungsweise die Pendler nicht weiter zu belasten, so der Tenor dieser beiden Anträge. Und die werden jetzt auch aufgerufen von Bärbel Baas. Erster Redner sein wird für die Unionsfraktion Felix Schreiner. Und dann weisen wir noch mal darauf hin, dass hier nach wie vor im Hintergrund sozusagen läuft die Wahl einer Bundestagsvizepräsidentin in der Nachfolge von Claudia Roth. Katrin Göring-Eckardt ist da angetreten und einen ersten, auch einen weiteren Stellvertreter, nämlich aus der AfD-Fraktion, Michael Kaufmann. Das läuft aber noch ein klein wenig, sodass wir erstmal weiter hier gut zuhören können. Dass die Mobilität bezahlbar bleibt, aber dass sie für alle Menschen im Land erreichbar bleibt und dass die Teilhabe an Mobilität eben ganz wichtig ist in Deutschland. Es geht, ich muss Ihnen nicht sagen, wie wichtig es gerade in diesem Wandel ist, dass wir hin zu einer klimafreundlichen, einer zuverlässigen, aber eben immer auch einer bezahlbaren Mobilität kommen. Und wenn ich mir den Koalitionsvertrag so ansehe, sehr geehrte Damen und Herren der links-gelben Regierung, dann appellieren wir wirklich an Sie, tun Sie doch nicht so, als wäre viele Projekte in diesem Land bereits abgeschlossen, als könnten wir einfach so alles auf den Prüfstand stellen. Nein, wir brauchen auch in Zukunft wichtige Verkehrsprojekte in diesem Land. Und wir appellieren an Sie, schaffen Sie deshalb die Rahmenbedingungen, dass Millionen Menschen eben nicht mit den Mehrkosten belastet sind. Denn viele Menschen in diesem Land sind auch in Zukunft gerade darauf angewiesen, dass sie täglich zur Arbeit, zur Kita, zur Schule, zum Arzt kommen mit dem ÖPNV, aber auch mit dem Auto, sehr geehrte Damen und Herren. Und das ist die Grundvoraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Und mit dem heute vorgelegten Antrag bringen wir deshalb genau Vorschläge vor und heute ein. Wir möchten Sie auffordern, dass Sie zum Beispiel an der Pendlerpauschale festhalten, dass Sie sie weiterentwickeln, dass Sie technologieoffen gestalten, dass wir gemeinsam den Umstieg auf eine CO2-neutrale Mobilität schaffen, dass wir aber alle Interessen im Blick haben, weil auch darum geht es. Es geht nicht nur um den ÖPNV, es geht auch um die Autofahrer in diesem Land. Und bitte vernachlässigen Sie deshalb auch nicht die synthetischen Kraftstoffe. Gerade mit den Zielen bis 2030 werden es immer noch 30 Millionen Autos im Land mit Verbrennungsmotoren unterwegs sein. Geben Sie deshalb ein klares Bekenntnis, für die Energiesteuersätze für Diesel und Benzin nicht zu erhöhen, stattdessen aber sowohl die Kraftstoff- als auch die Kfz-Besteuerung eben im Lichte einer CO2-Bepreisung zu reformieren. Befreien Sie die nicht fossilen Bestandteile von Kraftstoffen von der Energiesteuer. Aber erkennen Sie auch die Notwendigkeit der Steuervergünstigungen beim Agrardiesel für die Wettbewerbsfähigkeit von Landwirtschaft, von Forstwirtschaft, aber auch von vielen Familienunternehmen in unserem Land an. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben viele Technologien in unserem Land. Wir haben einen Schatz, den es zu heben gilt. Wir werden uns auch in der Opposition bei den großen Fragen der Mobilität der Zukunft konstruktiv und kritisch mit einbringen. Aber wir haben auch eines im Blick, und das ist die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Und es sind viele, viele Millionen Pendlerinnen und Pendler in unserem Land. Auch Ihnen fühlen wir uns verpflichtet. Herzlichen Dank. Felix Schreiner war das für die Unionsfraktion. Nächster Redner ist Johann Saathoff, SPD-Fraktion. Er steht auch schon bereit. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Johann Saathoff. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will zunächst mal den Koalitionsvertrag zitieren. Wir wollen die 2020er Jahre zu einem Aufbruch
in der Mobilitätspolitik nutzen und eine nachhaltige, effizientere, barrierefreie, intelligente und für alle bezahlbare Mobilität ermöglichen. Wenn man den schon kennen würde, würde man ja die Anträge nicht stellen. Ich will an dieser Stelle deutlich machen, dass der Klimaschutz der rote Faden dieses Koalitionsvertrags ist. Und da gibt es verschiedene Sektoren. Es gibt den Stromsektor, es gibt den Wärmesektor und den Mobilitätssektor. Beim Stromsektor sind wir sehr gut schon aufgestellt mit 50% erneuerbare Energien. Beim Wärme- und Mobilitätssektor haben wir allerdings deutlichen Aufholbedarf. Wir sind weit entfernt davon, dass wir die Sektorziele der Mobilität tatsächlich erfüllen. Und deswegen müssen wir hier etwas machen. Wir machen Klimaschutz aber nicht, um die Menschen zu ärgern, um sie zu irgendetwas zu zwingen, was sie nicht wollen, oder um es irgendwie teurer zu machen, sondern wir machen Klimaschutz einzig und allein aus einem Ziel, um die Lebensgrundlage dieser Erde zu sichern. Und damit ist klar, es geht um die Lebensräume für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder. Und in den Anträgen wird suggeriert, man sollte einfach nichts machen. Ich halte das für unverantwortlich. Das ist die Garantie. Das ist die Garantie dafür, dass unsere nachfolgenden Generationen keine Lebensgrundlagen haben werden. Und dafür wollen wir nicht verantwortlich sein. Zur Ehrlichkeit gehört, es werden Veränderungen auf uns zukommen. Wir werden mit Veränderungen umgehen können müssen. Die ganzen Automobilkonzerne in Deutschland stellen um auf Elektromobilität. Ich erlebe das bei mir zu Hause in Emden. Das Werk wird komplett umgebaut auf Elektromobilität. Und da gibt es natürlich Unsicherheiten bei den Menschen. Trotzdem ist es die richtige Entscheidung. Ich will an dieser Stelle aber auch deutlich machen, dass nicht nur die Frage, wie wird ein Pkw angetrieben, wichtig ist, sondern auch, mit wie vielen Ressourcen bauen wir eigentlich Autos. Und da gibt es eine ganze Menge Grundlagen, die vielleicht von Ostfriesland auch für den Rest Deutschland noch mal wichtig sein werden. Und perspektivisch will ich an dieser Stelle sagen, dass Batteriezellfertigung natürlich dahin gehört, wo gleichzeitig Hafen ist, kluge Menschen sind, Automobilproduktion und Unmengen von erneuerbaren Energien, wo immer das sein mag. Diese Standortfaktoren müssen Sie im Blick haben. Gleichzeitig gilt für uns als SPD, Mobilität ist Teil der Daseinsvorsorge. Sie muss erhalten und bezahlbar bleiben. Mobilität ist die Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse im Land, zu denen wir alle miteinander verpflichtet sind. Und die Rahmenbedingungen für die Transformation der Mobilität sind in ländlichen Räumen ganz andere als in der Stadt. Wir brauchen also nicht einen Generalplan, sondern passgenaue und klimafreundliche Mobilitätsangebote. Und wir werden das auch nicht alleine lösen können, sondern wir müssen das in engem Kontext mit den Kommunen machen. Die Kommunen brauchen unsere Hilfe, aber auch wir brauchen die Hilfe der Kommunen, um diese Herausforderungen zu lösen. Und wenn ich zu ländlichen Räumen komme, dann geht es natürlich um Ausbau der Infrastruktur, sowohl Straße als auch Schiene, als auch Ladesäulen, als auch 5G-Netze. All das ist etwas, was wir uns vorgenommen haben, künftig maßgeblich zu verbessern. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Anträge so vor einem liegen, dann denkt man, es geht eigentlich gar nicht so sehr um Mobilität, sondern um das generelle Verständnis für Klimaschutz. Und in den Anträgen geht es eigentlich um Kritik an einzelnen Maßnahmen, die dazu führen, dass man für den Klimaschutz etwas macht. In Ostfriesland würde man dazu sagen, wo kein Nüst ist, da sind auch kein Eier. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Johann Saathoff war das, meine Damen und Herren. Nun, wir werfen mal einen Blick auf die noch etwas ungewohnt besetzte Regierungsbank. Da haben wir Volker Wissing im Bild gehabt, Christian Lindner und daneben im Moment Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, und auch Claudia Roth, ja jetzt Staatsministerin für Kultur. Aber ich glaube, wir schaffen uns das relativ schnell drauf. Dirk Spaniel für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Besteuerung von Kraftstoffen ist mittlerweile nichts anderes mehr als ein Programm zur Ausbeutung der Menschen in diesem Land. Zu Ihrem Antrag, verehrte Kollegen der CDU-CSU-Fraktion. Teile Ihres Antrags lesen sich wie die Forderung der AfD-Fraktion der letzten Legislaturperiode. Sie fordern die Steuerbefreiung für nicht fossile Kraftstoffe. Das haben wir auch schon gefordert. Dazu gibt es eine Drucksache nochmal. Damit wir das hier mal alle verstehen, jahrelang
haben Sie sich in Wegelagerer-Manier die Energiesteueranteile für E10 bzw. B7-Diesel steuerlich bezahlen lassen, obwohl sie gar nicht CO2-relevant waren. Wahrscheinlich sind Sie da erst drauf gekommen durch unsere Drucksachen aus der letzten Legislaturperiode. Bemerkenswerter ist aber, dass Ihnen die politisch verursachten Kraftstoffpreise auffallen, einen Tag, nachdem Sie aus der Regierung ausgeschieden sind. All das, was Sie hier fordern, hätten Sie die letzten 16 Jahre umsetzen können. Liebe Kollegen, gute Opposition muss man lernen. Den Nachholbedarf der CDU-CSU-Fraktion erkennt man übrigens auch an handwerklichen Fehlern. Sie sprechen hier unter Punkt Römisch 2, Punkt 5 von der Mineralölsteuer. Liebe Kollegen von der CDU-CSU, gerne mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Sie die Mineralölsteuer bereits im Jahr 2006 abgeschafft haben. Sie reden hier im Antrag also von einer Steuer, die es gar nicht mehr gibt, weil Sie sie abgeschafft haben. Und das ist die Stelle, wo in einem Cartoon normalerweise stehen würde, ohne Worte. Zu unserem eigenen Antrag. Wir fordern die sofortige Aussetzung der CO2-Abgabe auf alle Kraftstoffarten. Das reduziert den Liter Kraftstoff, den Preis für den Liter Kraftstoff, um ca. 10 Euro Cent. Flankieren wollen wir die Senkung der Benzinkosten durch eine sofortige Erhöhung der Pendlerpauschale. Für Einzelpersonen auf der Regierungsbank, die gerade nicht da sind, die vielleicht nicht wissen, wie die Pendlerpauschale funktioniert, es besteht die Möglichkeit zur Nachfrage. Viele Menschen in unserem Land bringen die hohen Benzinpreise an die Grenzen ihrer finanziellen Belastbarkeit. Und Sie wollen diesen Menschen den ÖPNV aufzwingen. Und der wird übrigens auch teurer durch Ihre Brennstoffemissionshandelsgesetzgebung. Das ist eine Unverschämtheit. Sie ziehen den Menschen, nicht nur den Autofahrern, Sie ziehen allen Menschen in diesem Land das Geld aus der Tasche für Mobilität. Und wir sind offenbar die einzige Interessenvertretung der Autofahrer und der arbeitenden Menschen in diesem Land und in diesem Parlament. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Stefan Gelper. Und Stefan Gelper war in der letzten Legislaturperiode Sprecher für verkehrspolitische Themen und Radverkehr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, was bin ich froh, dass die CSU-Verkehrspolitik vorbei ist. Gelegentlich war das ja ganz unterhaltsam, aber in der Summe bleibt ein Desaster. Sie von der Union haben 16 Jahre lang die Klimakrise und die soziale Ungerechtigkeit auch im Bereich Mobilität verschärft. Pkw-Maut, Beratermillionen, Dieselgate, Bahnschulden, Sie hinterlassen einen verkehrspolitischen Scherbenhaufen. Und der Antrag, den Sie jetzt hier vorgelegt haben, der belegt das sogar noch eindrücklich. Sie schreiben da zum Beispiel, dass das Auto in vielen Regionen unverzichtbar sei, gerade auf dem Land. Das ist doch nichts anderes als ein Schuldeingeständnis. Wo war denn die ÖPNV-Offensive auf dem Land für die ländlichen Regionen? Nichts haben Sie da hinbekommen, nichts haben Sie da unternommen. Das muss jetzt anders werden. Mobilität ist nicht nur Auto. Aber um einen Aspekt zu benennen, die Bürgerinnen haben der Union die unnötig teure Mobilität zu verdanken, wegen des verschleppten Umstiegs auf Elektromobilität, wegen der Vernachlässigung von Bus und Bahn, wegen immer teurerer Tickets. Und Herr Schreiner, ich sage Ihnen mal gesagt, 79% höhere Ticketpreise nur im Zeitraum zwischen 2000 und 2018, 57% bei der Bahn. Das ist eine krassere Steigerung, eine deutlich krassere Steigerung als bei den Preisen fürs Auto. Und Herr Scheuer hat immer sehr gerne von der Spritpreisbremse gesprochen. Ich habe Ihnen nie was dazu sagen hören, dass Ihnen die Ticketpreise nicht egal wären. Nein, die sind ihm egal gewesen, und da liegt der Fehler. Wir werden da einen anderen Weg gehen. Die Ampelkoalition hat sich auf eine deutliche Steigerung von Bus, Bahn und Fahrrad verständigt, und das wird der Verkehrsminister umsetzen. Und noch ein Wort zum Diesel.
Wissen Sie, die Ampelkoalition verbindet drei unterschiedliche politische Ansätze und Ideen. Die gesellschaftlichen Konflikte, die sind Teil dieser Koalition, das ist auch gut so. Gesellschaftliche Konflikte werden in der Zukunft nicht mehr abmoderiert. Wir werden sie ausdiskutieren und wir werden trotz aller Unterschiede gemeinsam mit dem Ministerium Lösungen suchen und finden. Entlang von Wort und Sinn des Koalitionsvertrages. Das bedeutet auch, dass wir sozial gerecht klima- und umweltschädliche Subventionen abbauen werden. Das haben wir so vereinbart. Wissen Sie, jeder Autofahrer findet in diesem Land sehr schnell und unproblematisch einen Anwalt. Das ist ja auch gut so. Und in dieser Koalition gibt es jetzt einen Anwalt für Klima, Umwelt und ja, für die Verkehrswende. Die Regierungsarbeit, die hat gestern begonnen. Es gibt keinen Grund für uns, die vergeudete Amtszeit der Union nachträglich schön zu färben. Ihre Schaufensteranträge bringen da nichts und deswegen lehnen wir sie ab. Vielen Dank. Stefan Gelper aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wird sich gelegentlich ja auch mit einem FDP-Verkehrsminister auseinandersetzen müssen. Jetzt aber auch, obwohl er in der eigenen Regierung ist, wenn man so will, jetzt aber Thomas Lutze für die Linksfraktion. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, ich nehme positiv zur Kenntnis, dass die Union tatsächlich den ÖPNV und den Radverkehr ausbauen will. Und auch die Überschrift Ihres Antrages hätte fast von uns stammen können. Dass diese beiden sehr wichtigen Punkte aber als Punkte 9 und Punkt 10 ganz hinten in Ihrer Aufzählung der Forderungen verankert sind, zeigt den Stellenwert dieser Thematik bei der Union. Nur zum Vergleich. Die Betankung der rund 32.000 in Deutschland zugelassenen Traktoren, bei allem Respekt vor unserer Landwirtschaft, hat Platz 5 bei Ihnen. Mit dem ÖPNV fahren aber jeden Tag Millionen Menschen. Für ebenso Millionen Berufstätige ist die Pendlerpauschale eine wesentliche Säule beim Einkommen. Was sie vollkommen ausblenden, ist die Tatsache, dass es in Deutschland auch sehr viele Menschen gibt, die täglich zur Arbeit pendeln, aber so wenig Geld verdienen, dass sie von der Pendlerpauschale überhaupt nicht profitieren. Wir brauchen also andere Instrumente, um den Weg zur Arbeit für die Beschäftigten finanzierbar zu machen. Eine Möglichkeit wäre ein attraktiver, das heißt flächendeckender und kostenloser ÖPNV. Bleibt die Kfz-Steuer. Sie besteuert den Besitz des Autos und nicht die Nutzung. Belohnt wird hier das Vielfahren. Wenn ich nämlich möglichst oft mein Auto nutze, dann wird die Kfz-Steuer pro gefahrenen Kilometer billiger. Lasse ich mein Auto öfters stehen und nutze Bus, Bahn oder das Fahrrad, wird mein Auto pro gefahrenen Kilometer teurer. Das ändert auch der Maßstab CO2-Ausstoß nicht. Eine Pauschalsteuer im Straßenverkehr hat leider auch negative Lenkungswirkungen. Fazit: Lassen Sie uns die Verkehrspolitik so ausrichten, dass niemand auf sein Auto angewiesen ist. Also nicht Autofahren verbieten oder verteuern, sondern die Alternativen zum Auto besser und billiger machen, und das auch im ländlichen Raum. Und im Übrigen bin ich auch für die Freigabe der Impfstoffe, die Patente für die Impfstoffe. Vielen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Bernd Reuter. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, da haben Sie ein schönes Sammelsurium zusammengeschrieben, lieber Kollege Schreiner. Da sind ja auch einige richtige Punkte dabei. Da frage ich mich nur, warum haben Sie die denn in den vergangenen 12 Jahren, als die Union den Verkehrsminister gestellt hat, nicht schon angegangen und umgesetzt? Das ist doch die Frage. Und dann widmen Sie den ganzen Absatz in die Kritik am Verkehrsteil des Koalitionsvertrages. Da frage ich mich, warum der gerade ausgeschiedene Verkehrsminister Andreas Scheuer die Tage noch gesagt hat, ey, dieses Kapitel hätte er ohne Probleme unterschreiben können. Da müssen Sie sich doch auch mal fragen lassen. Finden Sie es jetzt gut, das Verkehrsteil, oder finden Sie es nicht gut? Wir setzen uns auf jeden Fall in der neuen Bundesregierung ein, dass Mobilität auch in Zukunft bezahlbar bleibt und dass Brennstoffemissionen
Emissionshandelsgesetz sinnvoll weiterentwickelt wird. Das haben wir mit unseren Partnern auch so im Vertrag festgehalten. Sozial gerechte Energiepreise sorgen dafür, dass besonders Menschen mit geringem Einkommen nicht zu stark belastet werden. Gleichzeitig behalten wir das ökologisch Notwendige im Blick. Deswegen halten wir weiterhin an einem steigenden CO2-Preis im Verkehrssektor fest. Das ist ein wichtiger Anreiz, um die Emissionen nachhaltig zu senken. Die letzte Bundesregierung hat ja viel zu wenig getan, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Freien Demokraten gehen allerdings auch noch einen Schritt weiter. Mit einem starken sozialen Ausgleich entlasten wir insbesondere Menschen mit geringem Einkommen. Auch für die steigenden Spritkosten, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, seien Sie besorgt, werden wir in der neuen Bundesregierung eine Lösung finden, damit wir auch weiterhin die Pendler im ländlichen Raum, Sie wissen es, ich komme selber aus einem sehr ländlichen Wahlkreis, weiterhin auf Wesel-Niederrhein. Bitte, gern geschehen. Bezahlbare Mobilität hört allerdings nicht beim Pkw auf. Um die Emissionen im Verkehr weiter zu senken, müssen wir stärker auf den ÖPNV setzen. Deswegen gleichen wir in einem ersten Schritt die pandemiebedingten Einnahmeausfälle der Verkehrsbetriebe aus und erhöhen die Regionalisierungsmittel ab dem nächsten Jahr. Damit werden wir verhindern, dass die Ticketpreise nicht weiter so stark anziehen wie unter Ihrer Regierungsverantwortung. Unser Ziel ist es schließlich, die Fahrgastzahlen im ÖPNV deutlich zu steigern. Dazu zählen wir auch digitale und innovative Mobilitätsdienste. Diese wurden auch in der Vergangenheit sträflich vernachlässigt, und es fehlen die richtigen Rahmenbedingungen. Dabei haben wir besonders im ländlichen Raum die Chance, das Mobilitätsangebot zu verbessern und den Menschen hier eine Ergänzung zum klassischen ÖPNV zu bieten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die neue Bundesregierung wird die Versäumnisse der letzten Jahre nicht nur aufarbeiten und beseitigen. Wir werden neue Schritte wagen und die Modernisierung unseres Landes vorantreiben. Denn nur wer mehr Fortschritt wagt, kann den Wohlstand unseres Landes langfristig sichern. Herzlichen Dank. Bernd Reuter war das aus der FDP-Fraktion, und ihm wird jetzt folgen in dieser Debatte, in der es um zwei Anträge, zum einen aus der Unionsfraktion, zum anderen aus der AfD-Fraktion geht, die zu tun haben mit den Kosten für Mobilität. Nächste Rednerin hier also Wiebke Ester aus der SPD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Vorfahrt für die Bahn, ein starker ÖPNV und bis zum Jahr 2030 30-mal so viele Elektroautos wie heute auf unseren Straßen. Damit der Verkehr endlich jetzt auch klimafreundlich wird, brauchen wir wirklich einen Aufbruch in der Mobilitätspolitik. Und den liefern wir mit dem jetzt unterzeichneten Koalitionsvertrag. Wir haben drei Kernelemente in unserem Plan. Das erstens ist das, wir müssen massiv in die Schiene investieren. Die Bahn muss in ganz Deutschland zum Rückgrat der Mobilität werden, auch im ländlichen Raum. Wir brauchen einen klugen Ausbau der Schieneninfrastruktur und des Bahnbetriebs. Wir wollen den Schienengüterverkehr bis 2030 auf 25% steigern. Und wir wollen die Verkehrsleistung im Personenverkehr verdoppeln. Zweitens wollen wir, dass Länder und Kommunen in die Lage versetzt werden, die Attraktivität des ÖPNV wirklich zu steigern, durch eine engere Taktung und durch eine bessere Erreichbarkeit, auch über die Tarifzonen hinweg. Wir wollen die Fahrgastzahlen im öffentlichen Verkehr massiv steigern. Dazu sollen zudem Busse und Bahnen zeitnah auch klimaneutral fahren. Da gibt es ja schon die Pilotprojekte. In Bielefeld durften wir letzte Woche die ersten grünen, wasserstoffbetriebenen Busse begrüßen. Der Wasserstoffbeauftragte unserer Fraktion klatscht. Das sind erste Pilotprojekte. Jetzt wird es darum gehen, dass wir das in die Breite setzen, damit es auch wirklich einen klimafreundlichen Effekt gibt. Und wir wollen drittens schließlich Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität, zum Innovationsstandort für autonomes Fahren machen. Und wir wollen dafür massiv den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur vorantreiben. 1 Million öffentliche Ladepunkte in den nächsten Jahren und 15 Millionen vollelektrische PKWs auf den Straßen bis 2030. Damit können wir dann endlich die Verkehrswende, die in vielen Kommunen und Städten ja jetzt schon begonnen wurde,
unterstützen und die Bundesinvestitionen, die dafür benötigt werden, liefern. Und meine Damen und Herren, auf dem Weg zur Klimaneutralität gilt im Koalitionsvertrag ein ganz klarer Grundsatz. Das, was gut fürs Klima ist, wird günstiger. Das, was schlecht fürs Klima ist, muss teurer werden. Und um dies sicherzustellen, haben wir parteiübergreifend, meine Damen und Herren, da waren Sie von der Union auch dabei, parteiübergreifend einen verlässlichen, moderaten CO2-Preisanstieg vereinbart. Und an dem wollen wir festhalten. Wir dürfen gleichzeitig, auch das ist klar, natürlich auf dem Pfad nicht diejenigen vergessen, die auch heute noch auf den Verbrennungsmotor angewiesen sind, weil sie auf dem Land leben oder weil sie eben beim Pendelwerk einen noch nicht gut ausgebauten ÖPNV haben. Wir wollen das weiter unterstützen. Wir wollen sicherstellen, dass Mobilität bezahlbar bleibt, indem wir erstmal noch stärkere, attraktivere Kaufanreize für strombetriebene PKWs setzen, dass wir aber zudem auch die steigenden CO2-Preise über ein Klimageld ausgleichen und die EEG-Umlage ebenfalls auch ausgleichen. Und es war auch, meine Damen und Herren, und da verwundert mich Ihr Antrag schon, weil Sie das scheinbar vergessen haben, in der letzten Wahlperiode richtig, dass wir gemeinsam mit der Union beschlossen haben, die Pendlerpauschale für Langstreckenpendler befristet anzuheben. Seit diesem Jahr wurde sie auf 35 Cent angehoben und bis ab 2024 wird sie auf 38% erhöht. Und meine Damen und Herren, da ist Ihr Antrag, finde ich, wenn ich das mal so sagen darf, ziemlich peinlich, weil Sie in der Opposition angekommen wohl vergessen haben, was Sie zuletzt beschlossen haben. Und Herr Schreiner, dass Sie in Ihrem Redebeitrag noch obendrauf den Eindruck erwecken, wir würden hier die Pendlerpauschale abschaffen, ist auch ehrlich gesagt ziemlich peinlich. Ich hoffe, dass da ein bisschen mehr Niveau in die Oppositionsarbeit reinkommt. Und als Drittes will ich erwähnen, dass auch Sie da einen falschen Eindruck erwecken, weil Sie genauso gut wissen wie wir, dass die Europäische Kommission die Energiesteuerrichtlinie vorgelegt haben und dass es nicht im Koalitionsvertrag steht, was das Thema Dieselbesteuerung angeht. Und ich wette, wir sind uns auch relativ schnell einig an dem Punkt, wenn die Richtlinie die Anhebung der Energiesteuer auf Dieselkraftstoff zur Folge haben sollte, dann können und dann sollten wir das auch durch eine höhere Besteuerung des Diesels in der Kfz-Steuer korrigieren. Wir können das regieren, aber wir erwecken Sie nicht den Eindruck, wir würden hier im Koalitionsvertrag Sachen stehen haben, bei denen das nicht der Fall ist. Ich will ganz kurz auf den Antrag der AfD eingehen, meine Damen und Herren. Sie machen weiter mit der Leugnung des menschengemachten Klimawandels. Sie wollen daraus ableiten, den CO2-Preis kippen und die Brennstoffemissionshandelsgesetz abschaffen. Sie haben wieder Sündenböcke gefunden, die, wenn wir ehrlich sind, keine Sündenböcke sind. Denn es wäre ehrlicher gewesen, wenn Sie mal auf den Weltmarktpreis für Rohöl oder den starken Dollar eingehen würden. Meine Damen und Herren, wenn es wirklich darum geht, wie Haushalte mit kleinen Einkommen entlasten wollen, dann lesen Sie den Koalitionsvertrag noch mal ganz genau. Da finden sich auch im Kapitel zur Kindergrundsicherung und zum Mindestlohn gute Anreize. Herzlichen Dank. Ich rufe Sie später aus, weil hier war noch gerade Blickkontakt wegen einer Kurzintervention. Ja. Herr Spaniel hat jetzt das Wort zu einer Kurzintervention. Dirk Spaniel aus der AfD-Fraktion. Frau Esther, Sie haben hier unterstellt, dass wir in unserem Antrag den Klimawandel leugnen. Ich muss das jetzt hier an dieser Stelle vielleicht mal im Plenum richtigstellen. Die AfD-Fraktion hat zu keinem Zeitpunkt den Klimawandel geleugnet. Sie hat lediglich betont, dass der von uns, dass der von den Menschen verursachte Einfluss sehr gering ist. Und das hat übrigens auch gar nichts mit den Themen hier zu tun, die wir heute diskutieren. Sie unterstellen ja permanent, dass durch die Elektromobilität oder die Schaffung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Steigerung, dass dadurch die Emissionen reduziert werden. Und wir wissen hier eigentlich alle in diesem Plenum, erstens, Sie können den ÖPNV nicht in dem Maße ausbauen, wie Sie das hier propagieren. Und zweitens, die Emissionen, die durch Elektromobilität entstehen, und das bestätigen ja viele Studien, die führen ja gerade nicht dazu, dass Sie die CO2-Emissionen in unserem Land reduzieren, weil der Strom,
den Sie brauchen, sowohl für Bus und Bahn als auch für Elektromobilität, auf viele Jahre aus Kohlekraftwerken kommen wird. Das bestätigen alle Studien. Das heißt also, Ihr Plan führt nicht dazu, dass wir die Emissionen in diesem Land reduzieren. Er führt nur dazu, dass das Leben für die Menschen, die Auto fahren, unendlich teuer wird. Und das ist unsere Argumentation. Frau Ester, möchten Sie antworten? Danke. Herr Spaniel, richtig zuhören hilft. Ich habe vom menschengemachten Klimawandel, den Sie immer wieder leugnen, gesprochen. Und richtig zuhören hilft auch dann, wenn Sie sich zum Beispiel auf das Beispiel, das ich aus Bielefeld genannt habe, aus grünem Wasserstoff angetriebene Busse sprechen. Und dass wir genau das im Koalitionsvertrag vorhaben und diese Energie aus erneuerbaren Energien produzierten Wasserstoffantriebe fördern wollen, ist, glaube ich, ziemlich klar. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Christoph Plus. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Das ist ja eine Frage, die wir nicht nur in der vergangenen Legislaturperiode mit vielen Initiativen der CDU-CSU-Fraktion schon in die richtige Richtung beantwortet haben, sondern die auch in dieser Legislaturperiode eine wichtige Frage sein wird. Und da muss man ganz zu Beginn dieses Redebeitrags erst mal eins klarstellen, weil einige hier Geschichtsklitterung betreiben. Es gab noch nie so viele Investitionen in die Schiene und in den öffentlichen Nahverkehr wie unter der unionsgeführten Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode, meine Damen und Herren. Und ich kann eines sagen, wir werden auch als Opposition, wir werden als CDU-CSU-Fraktion einen Schwerpunkt auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs legen, auf Investitionen in die Schiene legen und hier in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Anträge und Initiativen für den Schienenausbau in Deutschland einbringen. Aber es sind natürlich auch, das muss man, glaube ich, hier ganz klar benennen, viele Menschen in unserem Land in Sorge, weil sie da auch widersprüchliche Aussagen von den Regierungsfraktionen im Moment hören. SPD-Grüne sagen, Mobilität soll teurer werden, Autofahren muss teurer werden. Es soll nicht sein, dass Personen, die zum Beispiel im ländlichen Raum wohnen, mit dem Auto zur Arbeit in die Großstadt fahren. Das sind alles Aussagen, die wir von SPD und Grünen hören. Und dann hören wir auf der anderen Seite, Christian Lindner, jetziger Finanzminister, hat es kurz vor der Wahl gesagt. Volker Wissing, jetziger Verkehrsminister, hat es auch kurz vor der Wahl gesagt. Klare Beteuerung der FDP, dass der Benzinpreis nicht verteuert wird und dass die Mobilität in unserem Land für die Bürger nicht teurer wird. Ich sage eins ganz klar, auch in Richtung FDP. Wir werden als CDU-CSU-Fraktion genau darauf achten, dass diese Versprechen, die Sie noch wenige Tage vor der Bundestagswahl gegeben haben, erfüllt werden. Denn wenn Sie der Pflegekraft, die morgens zur Frühschicht ins Krankenhaus muss, wenn Sie der sagen, die soll jetzt das Rad nutzen im Winter, hat vielleicht gar keine U- oder S-Bahn-Station vor der Tür, wenn Sie den Menschen, die im ländlichen Raum wohnen oder die auch am Randgebiet in Großstädten wohnen, wenn Sie denen sagen, ihr dürft jetzt nur noch mit dem Rad oder mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren, dann wird das unser Land spalten. Die Frage, die wir im Deutschen Bundestag beantworten müssen, ist nicht Schiene oder Auto, sondern wir brauchen Schiene und Auto. Und wir müssen in dem Zusammenhang das Auto klimafreundlich machen. Wir müssen dafür sorgen, dass Autofahren bezahlbar wird und dass wir die CO2-Ziele erfüllen. Und auch da gibt es noch einen weiteren Punkt, der nicht nur uns als CDU-CSU-Fraktion, sondern vielen Menschen in unserem Land Sorge macht, dass sie nicht technologieoffen rangehen. Wenn Sie dafür sorgen, dass immer noch die 30, 35 Millionen Menschen, die in den 20, 30er Jahren mit dem Verbrennungsmotor unterwegs sein werden, wenn die
nicht zum Beispiel günstige E-Fuels haben, günstige klimaneutrale Kraftstoffe dann zur Verfügung stehen, dann wird das dazu führen, dass diese Menschen sich Mobilität nicht mehr leisten können. Deswegen sage ich eins ganz klar, wir werden hier im Sinne der vielen Millionen hart arbeitenden Menschen in unserem Land darauf achten, dass Mobilität bezahlbar bleibt, dass Mobilität technologieoffen bleibt, auch in dieser Legislaturperiode, und dass wir mit Innovation und sozialer Marktwirtschaft die Herausforderungen angehen. Darauf werden wir achten und um Unterstützung werben. Herzlichen Dank. Sagt Christoph Ploss aus der Unionsfraktion, einer ihrer Verkehrspolitiker. Und der nächste Redner wird Matthias Gastel sein. Und der kommt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ganz schön mutig von der CDU/CSU einen solchen Antrag zu stellen. Sie sind es gewesen, die drei Legislaturperioden in Folge die Bundesverkehrsminister gestellt haben und eine ganze Reihe an falschen Entscheidungen und an Dingen, die liegen geblieben sind, zu verantworten haben. Sie waren es, die das Ministerium jahrelang lahmgelegt haben mit einer unsinnigen Ausländermaut. Sie waren es, die den Bundesverkehrswegeplan mit 1.360 Straßenbauprojekten völlig überfrachtet haben. Sie waren es, die einseitig auf die Straße gesetzt und die Schiene vernachlässigt haben. Lieber Kollege Ploss, gucken Sie doch mal in den Haushaltsplan diesen Jahres, wie viel Geld da für Straße und wie viel verschiedene vorgesehen sind. Sie sind es, die die Elektrifizierung und die Digitalisierung der Schiene verschleppt haben. Und Sie sind es, die es zu verantworten haben, dass die Klimaziele im Verkehrsbereich krass verfehlt worden sind. Das ist Ihre Verantwortung Ihrer jahrelangen falschen Verkehrspolitik. Die Ampelkoalition hat viele Vereinbarungen getroffen, um diesen Stillstand aufzulösen und die notwendigen Entscheidungen herbeizuführen. Wir haben ehrgeizige Ziele für die Stärkung des öffentlichen Verkehrs und des Schienengüterverkehrs getroffen. Wir wollen erheblich mehr in die Schiene als in die Straße investieren. Wir werden mehr Oberzentren an den Fernverkehr der Bahn anbinden und die Bahn wieder in die Fläche bringen. Wir werden Strecken elektrifizieren, ein wesentlicher Beitrag für die Stärkung des Güterverkehrs auf der Schiene und für die Klimaziele im Verkehrsbereich. Wir werden dafür sorgen, dass es mehr Gleisanschlüsse in Industriegebieten gibt und mehr Terminals für den kombinierten Verkehr, damit die Verlagerung auf die Schiene gelingt. Wir werden das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung ökologisch reformieren und den Städten und Gemeinden mehr Handlungsspielräume eröffnen. Das ist gut für den Radverkehr und gut für den Fußverkehr. Unter zu vielen CSU-Verkehrsministern ist zu vieles zu lange liegen geblieben. Vieles davon wird die Ampel anpacken. Nächster Redner für die CDU/CSU-Fraktion, Alois Rainer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit nunmehr circa einer halben Stunde beraten wir unseren Antrag Mobilität für alle bezahlbar halten, Pendler und Wirtschaftsverkehr schützen. Dabei wurden drei Dinge deutlich. Die Ampel steht für Pendler und Unternehmen, die aufs Auto angewiesen sind, auf Rot. Pendler werden mehr zahlen und die Pendlerpauschale wird infrage gestellt. Unternehmen erleiden im europäischen Vergleich Wettbewerbsnachteile durch den im Koalitionsvertrag angekündigten Angleichung von Diesel- und Benzinpreisen. Und meine Damen und Herren, das Dieselprivileg ist in Wahrheit kein Privileg, sondern ein Ausgleich einseitiger Belastungen der Betroffenen. Und zweitens, im gesamten Bereich der Verkehrspolitik steht die Ampel auf Gelb.
Liebe geschätzten Kollegen der Grünen, ganz schön mutig, Herr Gastel, diesen Koalitionsvertrag zu unterschreiben. Nach den vollmundigen Ankündigungen in der letzten Legislaturperiode unterschreiben Sie einen Koalitionsvertrag, in denen ich grüne Politik sehr wenig sehe. Es steht nur drin, klimaschädliche Subventionen sollen abgeschafft werden. Ich bin am Ende der Tage gespannt, wie dieser Konflikt mit der FDP dann zu schaffen ist. Wir werden darauf schauen, wir werden ein genaues Augenmerk darauf haben, wie Sie das am Ende der Tage lösen werden. Und ich sage Ihnen eines: Noch nie wurde in der Bundesrepublik so viel in den Radverkehr investiert wie in der letzten Legislatur. Noch nie wurde so viel in die Bahn investiert wie in der letzten Legislatur. Dieses Investitionsministerium, lieber Andreas Scheuer, hat den Namen auch verdient gehabt in den letzten Jahren. Wir werden ganz genau darauf schauen, was von diesen Investitionen am Ende der Tage auch übrig bleibt. Für uns ist es wichtig, wir brauchen weiterhin bezahlbare Mobilität. Ganz wichtig, wenn wir von Subventionen reden, dass beim Agrardiesel keine Mehrbelastung kommt für unsere Land- und Forstwirte. Denn die Steuervergünstigung beim Agrardiesel fördert die Wettbewerbsfähigkeit vieler Familienbetriebe in unserem Land. Ich freue mich auf die aufmerksame Arbeit mit Ihnen. Ich sage nicht, ich freue mich auf die Opposition, auf die freue ich mich nicht. Ich freue mich auf eine aufmerksame Arbeit mit Ihnen und glauben Sie uns, wir werden ein wachsames Augenmerk haben auf das, was in der Verkehrspolitik passiert, was in der Infrastrukturpolitik und wie in unserem Land investiert wird. Vielen herzlichen Dank. Sagt Alois Rainer, und er war der letzte Redner in dieser Debatte über zwei Anträge, die auf der einen Seite aus den Reihen der Union kommen und der andere aus der AfD. Der AfD-Antrag wird direkt abgestimmt. Ob der Antrag der Union noch im Hauptausschuss diskutiert wird, wird hier auch noch beschlossen werden müssen. Gucken wir, in welcher Reihenfolge Bundestagspräsidentin Baas das jetzt hier aufruft. Wirtschaftsverkehr schützen. Wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion Die Linke, SPD, Bündnis 90, die Grünen und die FDP-Fraktion. Enthaltung? Die AfD-Fraktion. Damit ist der Antrag abgelehnt. Abstimmung über den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 196 mit dem Titel Aussetzung der CO2-Abgabe auf Benzin, Gas und Dieselkraftstoff. Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent für den Entfernungskilometer auf 2022 vorziehen. Wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen Die Linke, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU, CSU und die FDP-Fraktion. Enthaltungen sehe ich keine. Damit ist der Antrag abgelehnt. So, dann haben Sie gesehen, die Formalia waren schon im Vorfeld geregelt worden. Beide Anträge sind hier abgelehnt worden, werden also auch im Hauptausschuss nicht weiter diskutiert.